Moin Moin Leute, ich bin mal wieder hier unterwegs. Bin diesmal in Lanzarote, sind wir hier angekommen. Will ich euch ja mal zeigen. Und zwar hier zu sehen, sind wir in Lanzarote jetzt angekommen. Machen jetzt so einen zweiwöchigen Urlaub hier. Ein bisschen entspannen, mal uns die Insel so ein bisschen anzugucken. Und jetzt wollen wir erstmal, unser Gepäck haben wir ja schon alles aufgesammelt soweit. Und jetzt wollen wir uns unseren Mietwagen abholen. Und dann ab zu unserer Finca. Mal schauen, wie die so ist. So Leute, jetzt sind wir hier an unserer kleinen Villa Finca angekommen. Und ja, ich muss sagen, ist nicht schlecht von innen. Ich zeig's euch mal ganz schnell. Ah, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Das hockt noch ein bisschen nach. Hier haben wir unsere Küche. Klein, aber hoch. Ist nicht so wild. Dann hier haben wir das Wohnzimmer mit eigenem Privatpool. Das hat schon echt Stil, muss ich sagen. Also das wird richtig fetzen. Da freue ich mich schon drauf, da reinzuspringen. Moin. Vielleicht heute Abend, mal schauen. Haben wir hier ein Bad, noch ein Schlafzimmer. Haben wir noch eine zweite Etage. Ah, springen wir mal ganz, ganz schnell noch. Haben wir unser zweites Bad, noch ein Schlafzimmer und noch ein Schlafzimmer. Und dann haben wir hier noch einen ganz, ganz kleinen Balkon mit einem Ausblick auf eine Wand. Aber es sind so 600 Meter bis zum Strand und das wird schon echt fetzen. Mal schauen, jetzt wollen wir nochmal eine Runde einkaufen und dann wollen wir nochmal die Gegend uns angucken, ein bisschen was essen, vielleicht eine Paella essen. Aber wir sehen uns in der Stadt. Jo, meine Freunde, wir sind jetzt hier an der Strandpromenade angekommen. Wir suchen jetzt erstmal nach was Fressbarem hier. Hier gibt es ja viel große Auswahl. Schauen wir einfach mal. Finden bestimmt noch irgendwas. Und dann lassen wir uns überraschen. Ich hoffe, ja, wir kriegen eine Paella. Hoffentlich. Wenn nicht, dann haben wir ja noch 2 Wochen Zeit von der Erden. Lassen wir uns überraschen. So, jetzt haben wir unser Essen endlich bekommen. Ist zwar keine Paella, aber ist trotzdem. Ist so Hühnchen, Steak, Garnelen mit so, wie so Tapas. So ähnlich gemacht. Mal schauen, wie es schmeckt. Das habe ich probiert und es ist echt scharf, muss ich sagen. Und lass es mir jetzt mal schmecken. Tja Leute, das war jetzt unser erster Abend hier in Lanzarote. Haben lecker gegessen, war sehr scharf, wo mir die Nase immer noch läuft. Meine Augen getränt haben. Und dann schauen wir mal, was wir so unternehmen wollen. Und dann sage ich, haut rein, bis moin. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Der nächste Tag ist bei uns angebrochen hier. Jetzt machen wir uns, sind wir hier wieder an der Promenade. Da drüben hatten wir gestern ja gegessen. Habt ihr ja gesehen. Und sind wir jetzt hier am Strand. Und wollen hier erstmal ein bisschen an der Promenade lang gehen. Dann wollen wir uns den Strand genauer angucken. Wassertemperatur abchecken. Und die Tage werden wir dann da wahrscheinlich auch nochmal schwimmen gehen. Und ja. Und nachher springen wir erstmal bei uns in den Pool schnell. Kühlen uns ein bisschen ab und dann gibt's Kasala hier. Da sagt man mal zu uns, wir wären mit Weihnachten früh, aber hier sind sie ja noch früher. Hier schmücken sie ja schon den Weihnachtsbaum für Weihnachten und das schon im Oktober, naja, ist ja fast November. Da hätten, aber trotzdem ist es extrem früh schon einen Weihnachtsbaum zu schmücken. Kann man mal so machen. Ja Leute, so lässt sich das doch leben hier. Schön im eigenen Pool sich einfach mal abkühlen lassen. Jetzt erkunden wir hier nochmal so ein bisschen mal am Strand ein bisschen. Hier, ja, da hinten sind wir ja irgendwo, da hinten irgendwo. Und wollten uns einfach nochmal hier so ein bisschen umgucken. Da, hier an der Ecke, das ist ein Stückchen weiter von uns weg. Aber ist auch so eigentlich nicht anders als da drüben. Aber anschauen kann man sich das ja mal. We'll be right back.
hier sind wir jetzt in der Altstadt, Schrägstrich am Hafen direkt. Da oben, wollt wohl nicht. Da oben geht's zur Altstadt hinauf. Und hinter mir befindet sich jetzt der Hafen. Und hier wollen wir auch nochmal gucken, nicht so nah an die Fresse halten, wollen wir auch nochmal gucken, ob wir irgendwo was essen können. Und einfach mal schauen. Vielleicht finden wir heute eine Barriere. Hoffentlich. Hier sieht man auch mal, was so die Natur alles machen kann, leisten kann. Das ist alles Lava, alles von der Lava ausgespuckt. Und das ist schon krass, dieses sozusagen Naturschauspiel, wie sich das dann befestigt hat hier und dann so aussieht. Das hat schon was. Schon geil. Jetzt haben wir unser Lokal gefunden, wo ich endlich eine Paella kriege. Endlich, wo ich mich schon tierisch drauf freue. Die erste jetzt hier in dem Urlaub. Dann haben wir noch diese Aussicht hier, wo es dann später noch beim Sonnenuntergang noch schöner ist. Und ich freue mich schon auf die Paella. Jetzt habe ich sie endlich. Die Paella sieht richtig geil aus. Und die lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Und dann sage ich mal erstmal zu euch. Wir sehen uns erstmal in den nächsten Video erst wieder. Ich mache jetzt in den nächsten zwei Tagesweise die Videos. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten. Haut rein.